Das ist das. Und das. Ja, ich habe schon gemerkt, die Dinger sind wirklich echt nervig. Und der nächste. Also ich muss sagen, bei Bamido geht er schneller als bei dem anderen davor. Jetzt sind auch nur noch zwei Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Der aus der Gerudo-Wüste. Ich habe dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Falsch. Rein mit dir. Na toll. Noch halt die. Kann man? Die auch mal die Stasis einfrieren? Die Bomben weiß ich gar nicht. Geht das überhaupt? Nö. Ich bin so doof, ne? Ja. Wozu? Klar. Oh Mann. So was passiert doch nur wieder mir, ey. Aber von wo aus kommen wir da? Das kriege ich auch jedes Mal hin, dass ich raufdrücke, obwohl ich den gar nicht auswählen will. Das ist wieder nur so ein Button betätigen. Warte mal. Und dieses Umrätseln hier mal. Boink. Funktioniert das eigentlich auch? Okay, das habe ich auch nicht gesehen, dass ich da hinten das aufmachen kann dann. Ah, okay. Nee. Okay. Wieder zurück. Aber die Rätsel sind schon lustig. Ich mag das schon. Das von hier aus? Natürlich geht das von hier aus. Klar, natürlich. Mitten durchs Glas. Klar geht das mitten durchs Glas. Warum sollte ich auch was anderes erwarten? Boink. Sehr gut. Achso, deswegen habe ich auch den Wind angemacht. Das. Ja, ne. Okay, ja. Verstehe. Da war es nur noch einer.
Nur noch ein Kontrollsiegel übrig. Sieht aus, als hättest du dich selbst übertroffen. Wie nett der Typ einfach ist, ey. Dafür muss ich aber eins höher dann. Oder? Ach nee, das ist eins. Das ist unten gewesen, ne? Ach ja, stimmt, da komme ich ja so gar nicht hoch. Ach hey, fliegst du hier immer noch durch die Gegend? Autsch. Hi. Okay, das war das auf der Seite. Kann man auf ihn rumlaufen? Natürlich. Ach, ihr seid hinter mir. Ich habe mich gerade schon gewundert, ey. Tschüss. Okay. Ich schaue es. Hallo. Tschüss. So, jetzt nerven die erstmal nicht mehr. So, das verstehe ich jetzt nicht. Also, hier kann ich hochfliegen. Was haben wir hier drüben? Noch mal kurz gucken. Luftkampf wieder hier oben, ne? Kann das sein? Hm. Ja, das dachte ich mir halt schon. Aber... gerade nichts rüber. Also hier fehlt so eine Schiene, das sieht man. Gehören die auch noch zum Rätsel da oben? Oder wäre das aber nur darauf zu kommen? Wahrscheinlich, ne? Ja, kannst mir gerne einen Tipp geben. Na, sonst hänge ich hier nämlich auch wieder viel zu lange dran rum. Gib mir mal erstmal einen Tipp. Ich weiß, dass ich die hier bewegen kann. Das war falsche Richtung. Die sind halt zum Hin- und Herfahren wahrscheinlich, ne?
muss bei den Übergängen bewegen. Also jetzt steht er richtig. Warte mal, muss ich von da drüben da reinfliegen? Ich wäre fast mal gefallen, nice. Ja gut, sag mal. Weil ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wirklich fliegen? Von welcher von der Stelle oder von da drüben, wo ich eben stand? Einfach rüber? Na gut. Really? Das ist jetzt genau. Also eigentlich, was ich schon dachte eben. Nice. Warum mache ich das nicht einfach? Wir haben... Oho, du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit in Gang setzen. Alles klar. Guten Hunger, bis gleich. Guck mal auf deine Karte. Den großen leuchtenden Punkt siehst du ja wohl, oder? Da musst du hin. Jetzt ist nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen. Wie nett. Der Typ ist so arrogant, ey. Dann komme ich so auf ihn zurück. Hopp. Und drüber. Mir doch denken können, ey. So, dann machen wir ihn mal gerade, bitte. Und nicht mehr von hier nach oben. Oh, das muss ich auch noch genau. Nice. So, ab nach oben. Ui. Ich freue mich auf diesen Kampf hier schon. Ein in der Luftkampf wahrscheinlich. Aber mal speichern, so. Einiges Titanen-Bambido. Pass auf dich auf, hörst du? Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Ich räche dich. Sei vorsichtig, ist sehr treffsicher! Okay.
war so sehr treffsicher. Nice. Natürlich ist er sehr treffsicher, der Affe, ey. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich bin auch so doof, ey. Na, wo gehst du jetzt hin, Junge? Über mir? Was für ein Penner. Treffe ich ihn noch von hier? Nö, natürlich nicht. Jetzt geht er wieder durch die Gegend. Jetzt wieder nach oben. Wo ist er? Da ist er. Toll. Hallo. Ach. Na toll. Nimm mal das hier zu mir. Nein! Was für ein Wicht, ey. Habt ihr schon wieder? Oh, ich habe keine von den Pfeilen mehr, Mist. Ups, jetzt habe ich gar keine Pfeile mehr, Mist. Den Arsch. Uiuiui. Hallo. Na toll. Noch alles dran? Ja, noch. Oh, das Schwert ist kaputt. Nice. Toll. Was war das denn? Da bist du.
Mist. Nein. Komm runter. Krieg das sonst nicht. Toll. Er soll wieder runterkommen. Klasse. Na komm. Wie ich vergessen, dass ich das Sub-Urb und das Zorn. Oh, siehst du, der geht ja auch ohne. Nice. Aber der war ja echt, der war wirklich einfach. Gut, ich habe ein paar Herzen verbraten bekommen von ihm, aber weil er mich halt getroffen hatte, weil ich nicht wusste, wie er reagiert und alles, aber sonst habe ich ihn ganz gut hingekriegt. Besiegt? Angeber. Revali, Recke der Orni. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken, die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm! Für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gib doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf
Gut, Medo. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Ganon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer. Und das war dann Nummer 3. Es fehlt nur noch ein Titan. Rivali-Sturm enthält die ungestürmte Macht Rivalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halt zum Aktivieren B gedrückt. Aber wie gesagt, Ubosas Zorn habe ich vergessen, dass ich das hab. Nice. Naja, passiert. Wenn du halt am Kämpfen bist, denkst du nicht immer an alles. Oh, es freut mich, dich wohlzusehen. Ich konnte Warmedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Voll auf so eine Vogelstange eigentlich, ne? Die Legende besagt, der Strahl des Titan wird die Verheerung durchdringen. Warmedo wird von uns an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Ach, von nun an. Und seine Legende ist mit deiner verbunden. Ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm dir den Inhalt dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtliche meiner Erwartungen. Du stehst den Recken der Helianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Rivali gekämpft hat, in nichts nach. Dass er halt immer noch denkt, wir sind nicht mal Link. Der einzige Unterschied ist das heilige Bandschwert. Man sagt, der Recke der Helianer habe das heilige Bandschwert getragen, das nun in den verlorenen Wäldern ruht. Die verlorenen Wälder. Nachfahrer des Recken. Bitte nehmen dir den Inhalt in dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtlich meine Erwartungen. Achso, das ist halt das gleiche Spiel. Ich dachte, der sagt was anderes. Adlerbogen. Der einzigartige Bogen des Recken Rivali. Im Luftkampf soll er schnell wie der Wind damit geschossen haben, sodass es niemand anderes mit ihm aufnehmen konnte. Und wie immer habe ich keinen Platz dafür. Ja, wir kriegen ja alle Waffen von den Leuten, ne? Und platzmäßig ist hier echt unter aller Sau eigentlich. In dem so. Aber platzmäßig hat man generell hier was. Waffen und Bögen und Klamotten und Schilder und Klamotten angeht, nicht wirklich Platz. Oder geht bei den Klamotten noch ein Reiter weiter auf? Ein
Gut, Klamotten geht noch retten. Eher gesagt, Schilder, Bögen und Waffen ist das Problem. So. Der letzte Titan ist... hier. War doch so, ne? Genau, hier. Und jetzt müssen wir jetzt mal auf den Berg da hoch. Und da war ich auf jeden Fall noch nicht. Das war der einzige Berg noch nicht. Naja. Und das Problem bei dem Berg ist ja halt, es ist viel zu heiß.